Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2 hier bei Crush 40 Freak 89 Luigi unter Tage. Damit geht es weiter. Jetzt muss ich kurz mal schauen, dass ich die Kamera nicht verschiebe, weil ich habe gerade das Akkukabel dranhängen. So. Und zwar an beiden, sowohl jetzt an der Kamera als auch beim 3DS. Augenblick, kurz den Bildschirm. So. Es ist wunderbar, Luigi. Der Spezialkompass funktioniert. Und er weiß... Und er weist auf einen völlig neuen Zugang hinab in den Untergrund. Ach ja. Ich habe die Stelle auf einer Karte gekennzeichnet. Schau mal. Das zeige ich euch auch mal ganz schnell. Achtung. Ich hoffe, das Bild bleibt doch in der Mitte. Augenblick. So, hier ist es. Und was steht, was sagt der jetzt gerade, der Professor? Augenblick, jetzt muss das Bild noch richtig in der Mitte sein. Ich hoffe, dass alles passt. So, naja. Okay, ich hoffe, dass auch alles scharf genug ist. Das möchte ich auch hören. Nicht, dass irgendwas passiert. Und ich hoffe, dass auch das Kabel jetzt die Kamera nicht irgendwie verschiebt, weil es steht auf einem ziemlich wackeligen Stativ. Das ist leider das Problem. Ach, kurzen Augenblick. Sorry. Gleich ein Fail am Beginn dieses Parts. So. Der eigentliche Zugang ist da völlig zugerümpelt. Doch da draußen auf dem Wurf gibt es eine Luke. Ach ja? Das gucken wir uns mal an. Was hat er denn da für uns? Ah ja, den Kompass. Und jetzt kommt der Coup. Der Spitzerkompass ist der Schlüssel zu jener Luke. Spezieller geht es gar nicht, oder? Hier, nimm ihn. Okay, hör mit dem Teil. In die Tasche gesteckt, in die nicht vorhandene. Lass uns nun kurz über die fehlenden Bauteile des Turmtors sprechen. Na, lass mal hören. Wir suchen beide Uhrzeige, den großen und den kleinen. Unsere gerissenen Geister haben beide Zeiger sicher weit unter der Erde geschafft. Oh je. Das ist aber ganz schön weiter im Untergrund reißen und Luigi ist da eh schon ziemlich nervös. Aber wenigstens weißt du, wo du hin musst. Immer schön abwärts. Viel Glück, Luigi. Ja, jetzt abwärts in die Karriere. Abwärts mit der Karriere oder soll ich das, oder wie soll ich das richtig verstehen? Nee. Okay, jetzt geht's erstmal wieder zurück. Wo landen wir dieses Mal? Auch hier wieder direkt beim Eingang. Upsa. So, Geist irgendwo? Nö. Okay. Na dann. Mach auf! Dass das Ding immer wieder zumachen muss. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Ist ja wieder so ein... das ist so eine Pflanze gewesen, wieder mal. Jetzt würde ich mich hier ein bisschen hier umgucken, weil vielleicht finde ich ja irgendwo... Moment, da ist ja was markiert. Hier ist ja was markiert. Auf der Karte. Das habe ich hier jetzt auch noch nicht... Ah, da. Da gehört bestimmt das Ding rein. Ja. Dafür war das Ding im letzten Part gut. Gut. Dann mal rein damit. Und Sesam, öffne dich, oder? Oha. Sieht wohl so aus. Ganz ruhig, Luigi. Hm? Was? Der steht auf festem Boden, oder was? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, oh. Nein, das war Glas. Autsch. Wieder mal keine so elegante Landung. So, was haben wir hier? Finde einen Weg unter die Tage. Finde den Uhrzeiger. Finde den Weg unter Tage. Oh Gott, wie das klingt. Okay. Farbtöpfe. Und. Glaubst du, ich habe den nicht gesehen? Mein Freund. Wolltest du wohl einen Stein? Möchtest du mich mit einem Stein bewerfen oder was? Das hätte dir wohl so gepasst, ne? Kann ich den Stein. Nein, den kann ich nicht aufsammeln. Der ist zu schwer. Dass der ihn einfach so heben konnte. Schauen wir mal. Ich wusste doch, dass sich im Bett was bewegt. Aber jetzt hat sich's genug ausgespukt. So. Oh, geile Wüstenmusik. Das ist eigentlich immer derselbe Soundtrack wie in der ersten Welt zuvor. Also, alle Welten haben denselben Soundtrack, aber irgendwie anders geremixed. Ist ähnlich wie New Super Mario Bros. U bei den ganzen Welten. So. Gibt es jetzt sonst noch was?
Hallo, jemand da? Scheint wohl nicht so. Okay, und wie kommen wir da jetzt rein? Hä? Moment, da muss ja irgendwo ein Zugang sein. Moment mal. Da öffnet sich dann das, wenn wir da raufsteigen. Aber wenn wir da wieder runtergehen, macht das bestimmt wieder zu. Ja. Ich glaube, dafür brauchen wir den Stein hier. Ach, jetzt auf einmal können wir ihn einsaugen, okay? So, dann nichts wie rauf mit dem dicken Ding. 1 und 2 und 3 und den Stein da rauflassen und das Tor bleibt offen. Dann mal rein da. Vorher noch kurz umgucken. Weil ein Boho muss in jedem restlichen Level noch gefunden werden. Und dann, kurz vor dem Finale, werde ich natürlich Hauptstollen. Oh, da scheint wieder was los zu sein. Oh, eine Bombe, Moment. Ach, verdammt. Boah. Hier, Säcke. Das finden wir auch noch witzig. Oh, das können wir durchdrehen lassen. Ah, das bringt uns ein paar Münzlein. Auch nicht schlecht. Aber das war's schon. Lame. Nur die paar Münzen. Oh oh. Spinnerin, weg. Können wir das überhaupt irgendwie einreißen? Mann, diese ganzen Spinnerinnen nerven. Und jetzt sind die Münzen überall verstreut. Ich muss alle erwischen. Ich bin geldgeil. So. Dann zahmen wir mal das Netz auch weg, weil ein bisschen Ordnung muss sein. Und die Spinne. Oh. Eine Bombe? Ja, das ist eine Bombe. Nee, dich ignoriere ich jetzt gezielt. Oder, Moment, du kannst es vielleicht freisprengen. Und. Das sieht gut aus. Tschüss, Lutsche. Oh, da ist ja noch was. Upsa. Da können wir vielleicht jetzt gerade durchgucken. Ja. Hallo? In der Felsspalte. Schön, irgendwas ist daneben. Jedenfalls sehen wir hier eine Spinne. Aber mehr sieht man hier auch nicht. Hier sieht man viel zu wenig, ey. Was ist denn das hier? Also ich sehe hier, dass eine Brücke kaputt, dass die Brücke hier kaputt ist. Vielleicht können wir. Ist da irgendwas da drunter? Weil ich glaube, da habe ich was gesehen. Moment mal, oder? Nee. Alter, was ist denn das? Das sieht aus wie ein Edelstein. Wenn man das jetzt so beleuchtet die ganze Zeit und ein bisschen davon weggeht. Da. Sieht diesen Umriss? Das sieht doch irgendwie aus wie. Nein, ich glaube, das ist nur. Nein, das ist eine Schaufel gewesen. Ja. Ist also doch nur irgendwelches Gerümpel. Gut, dann gehen wir erstmal. Oha, ja. Ach nein, das war ein Hebel, keine Spinne. Oh, noch besser. Na? Das ist nicht bloß ein Hebel, das ist so eine Art. Naja, wie sagt man? Ich weiß nicht mehr, wie man das denn in den Dingen nennt. Die gab es auch auf solchen Spielplätzen. Oh oh, die Tür sieht mir gar nicht geheuer aus, wenn sie sich so bewegt. Das ist garantiert eine Fake-Tür. Na? Was ist los? Also die wollen wir lieber nicht öffnen. Gehen wir lieber da weiter. Also auf der Karte erkenne ich auch kein, kenne ich auch gar nichts von einer roten oder einer grünen Markierung. Weil eine rote oder grüne Markierung weisen auf eine Tür hin. Eine echte. Ja, wann habe ich dich endlich, Spinnerin? Moment, das ist ja keine Spinnerin da, oder? Doch. Warum? Aber alles in der Welt kann ich nicht beleuchten. Jetzt. Nein, das gibt's ja nicht. Kann ich nicht mal einsaugen. Moment. Ist das mein Spiegelbild oder was? Ah, die ist hinter mir gewesen. Haha. Gott. Das war so ein Spiegel. Das sehe ich ja gar nicht. Oh, oh, oh. Ein Geist. Ja, der ist in der Kiste da drin. Jetzt ist er da. Du haltst mich nicht zum Narren. Die Spinne hier auch nicht. Was war das jetzt? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ein Goldband sehe ich hier. Verdammt, der Geist musste mich auch noch erschrecken, wenn ich mir gerade den Schatz aufsammle. Der ist immer noch da drin, oder? Mit dieser Lampe kann ich auch nichts machen. Ah, du Spast! Jetzt habe ich dich aber! Genug mit den dämlichen Versteckspielen! Rein mit dir! Boah!
Spast. Hält mich tatsächlich zum Narren. Oh, Herz. Nice. Okay. Zwei Türen und beide sind echt. Gehen wir erstmal da rein. Ein Ladehallenkeller, da scheint was zu sein. Ich glaube, wir können die Wand hier einreißen. Erbsa und bam. So, was ist hier? Luigi kann sich nicht bewegen, was zum... Ach so, der Professor ruft uns an. Hey, was geht so, Professorlein? Kannst mich hören? Tief unter der Erde. Land auf deiner Karte. Der muss eine Ruine erbaut sein. Sei Vorsicht, keine Aste. Wartet. Ich glaube, er hat rot. Und wenn du Uhrzeiger fliegst. Oh Gott, der Empfang ist aber jetzt ziemlich schlecht. Wir müssen wirklich sehr weit unten sein. Hoppla. Bombe, 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 Bombe. Und diese Fliege. Ist das überhaupt eine Fliege oder ist das ein Vogel? Mann, hier sind überall Bomben, Bomben. Und Mistviecher. Mann. Hier ist auch schon wieder. Überall. Das ist ja nicht wahr. Überall findet man böse Fallen. Wo man nur hinguckt. Ein goldener Knochen wäre mir auf jeden Fall um vieles lieber. Da ist schon wieder eine Bombe. Das ist doch wohl nicht zu fassen, ey. Überall, wo man nachguckt, gibt es Bomben. Was ist das hier? Ein Bonusraum vielleicht? Ja, ein Bonusraum, oder? Ein Buhu! Was zum... Oh, und noch so ein dieser Spast. Und was hat er da in den Hand, dieser Spargel? Hä? Was zum... Ja, nee. Der lässt diese Ding auch noch verschwinden. Boah, jetzt sind wir mumifiziert gewesen. Oh, um Gottes Willen. So, da eine Bombe wieder. Nö, nichts. Noch nicht mal irgendwas. Das heißt also wieder die Düsterlampe einsetzen. Na los, erscheine. Und ihr Wehrlichter. Euch kriege ich jetzt. Und Buhu, bist du da drin? Nö, das war ein Fail. Aber hier. Kommt her. Und da bist du doch drin. Hab dich. Ja, du und kommst mir nicht, du Spargel. Aber er hatte das Zeug nicht mehr in der Hand. Warte, F. Hä? Ist vielleicht noch da drin? Nö. Aber im Buhu müsste ja auch mal irgendwo auftauchen. Was ist überhaupt bei der anderen Tür? Vielleicht ist das hier der reguläre Weg. Und ich bin hier ein bisschen falsch. Müsste mal da drüben schauen. Ups. Da, da war die Tür. Vielleicht ist da der Buhu versteckt. Wie viel? Okay, 13 Minuten, das passt. Ach nö, das ist die andere Seite von dem Gerümpel hier. Das können wir jetzt aufsprengen, oder? Ja, also, jetzt haben wir eine Abkürzung. Ach, ja, was ist denn, Professor? Vamos, Luigi, du hast den Eingang von der anderen Seite aus zugänglich gemacht. Wenn du die Geister aber erstmal abgebinnig ist, untersuche ich den Unterschlupf selbst. Fürs Erste aber sollten wir zur Suche nach den Uhrzeigern widmen. Ja, ja. Und da oben sehe ich etwas, was mir doch gefällt. Komm her, mein kleiner Schatz. Hab dich, ein neuer Edelstein. Nice. So. Was gibt's denn hier? Nichts, oder? Nö. Ich hoffe aber auch, dass hier kein Buhu steckt. Also jetzt dort, wo wir zuletzt gewesen sind. Im letzten Part, davon rede ich. Was hat er denn? Ist da vielleicht doch was? Ach, ich guck da erstmals weiter, weil vielleicht ist er irgendwo auf den regulären Weg, weil er bisher immer auf den linearen Wege war, ein Buhu aufgetaucht. Das wird wahrscheinlich auch hier wieder der Fall sein. Nix. Was zum... Ey, Fliegenviech! Tschüssi. Nö. Keine Spur von irgendwas. Dann gehen wir mal hier rein. Die Grubenrutsche. Oh mein Gott. Was zum... Was ist jetzt los? Hallo? Hä?
Was ist das für ein Krach gewesen? Was war denn das für ein Lärm hier? Okay, rutschen wir erstmal. Wow! Oh, geil! Autsch. Autsch, aua. Und Spinnerin, die mir schaden kann. Aber hier gibt es jede Menge Gold dazwischen zu holen. Und deine ganzen Häufchen. Nice. Ach, wie episch, das war lustig. Nochmal, nochmal. Okay, nee, lass ich das. Nichts. Oh, ein Herz, das mag ich doch. Aha, da habe ich doch auch was gefunden. Vielleicht ist hier da drin ein Buhu. Was zum... Das ist noch nicht ganz, oder? Doch jetzt. Nein, da ist nur Kohle, schade. Mir wäre ein Buhu lieber gewesen. Komm, wo haben wir denn einen Buhu? Ist denn keine Spur von einem? Och, nö. Komm schon, Buhulein. Steinbruch. Oh, oh, da scheint was los zu sein. Da oben ist mir wohl lang. Hinter dem Netz müsste was versteckt sein. Spinnerin. Und, das war's, mehr ist er nicht. Nö, scheint nicht so. Okay. Was gibt's denn hier? Oha! Versteckte Goldbarren. Eine Sanddusche? Da duscht er sich diesmal nicht, nee. Würde mich auch wundern, wenn er da jetzt darauf reagieren würde. In der zweiten Welt, wo er sich da so lustig geduscht hat, das hat mir gefallen. Fahren wir mit der Lore? Nö, nee, oder? Ach, Moment, da ist doch was. Ups. Oha. Verdammt. Sind wir entwischt. Aber wir können anscheinend durch. Ich glaube, da müssen wir auch lang. So, dann mal da rein. Oh, oh. Guck sich das einer an. Das nenne ich ein geiles Secret. Und was für ein riesiger Edelstein. Oh, Mann. Nein, ich will sie nicht einsaugen. Ich will sie shoppen und Kohle verdienen. Leider ist mir das bei der zweiten Fledermaus. Leider habe ich da bei der zweiten Fledermaus gefailt. Egal. Müssen wir vielleicht diese Lore hier hinführen? Vielleicht bringt das was, wenn wir sie bis zum Ende hinführen. Ja. Ah, da kommt ein Geist raus. Und den habe ich natürlich sofort auch. Und da kommt schon der Rest vom Schützenfest. Oh, oh. So langsam fühlt sich der ganze Bereich jetzt mit Sand. Heißt also jetzt auf Zeit, die Geister fangen, oder? Ah, verdammt, die konnten nicht mal rechtzeitig ausweichen. Jetzt haben sie alle eine Schaufel. Alle drei. So, einen habe ich. So, die beiden noch. So, den habe ich auch. So, musst du nur von den anderen weg. So, komm her. Greife an. Nein! Daneben! Komm her. Verdammt, wie viel kommen denn jetzt noch? Ey. So, jetzt habe ich dich aber. Ein Herz, perfekt. Komm her. So, jetzt habe ich dich. Und tschüss, Lutscher. Da ist noch einer. Aber den lasse ich nicht zu, dass er die Schaufel kriegt. Komm her. Tschüss, Lutscher. Wie sind die noch hier? Was zum... Ah, diese Phantome schon wieder, die einen erschrecken. Ah, ich hab beide. Oder ist noch ein dritter irgendwo? Ja, ein dritter und der hat mich den letzten Moment noch daran gehindert, die letzten aufzusaugen. Da ist noch ein. Ah, Mann! Die hindern einen daran, alle einzusaugen. So, du bist auch schon fertig und jetzt kommt der Nächste. Komm her, ich sehe dich doch. Jetzt habe ich dich aber. Und tschüss, Lutscher. Oh, endlich, Mann. Aber jetzt ist der ganze Sand nach oben. Dennoch, das könnte mir was bringen. Wie gut, dass ich da diese Lore rübergeschoben habe. Oh, oh, nach den kurzen Cutscenen machen wir jetzt weiter. So, da gucken wir uns noch ein bisschen um.
Aber irgendwo bist du... Oh! Aha! Ja, wenn ich die alle einsaugen kann. Kommt schon her. Schnell! Mann! Es verteilen sich ja alle so blöd hier. Kommt her, ihr kleinen Spasten. Du auch. Neidlich. Ah, der Buhu! Der Oktopus schlängelt seine schnickrigen Arme nach dir aus. Komm in meine Tentakel, Luigi. Lass dich von meinen Saugnäpfen drücken. Hält er sich jetzt für einen Oktopus oder was? Was bist du denn für ein Spast? Wo bist du? Verdammt, wo ist er jetzt? Hab ihn. So, gib mir deine Zunge. Bam, 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 bam. So, gleich haben wir ihn. So, du entkommst mir nicht. Jetzt verpasse ich dir noch den Rest. Ich wollte eigentlich volle Stufe, aber ich glaube, das reicht auch aus. So, ich habe ihn. Komm her. Erwischt. Wir haben ein Buhu. War gut, dass ich mich hier umgesehen habe. Ich glaube, die Buhus kriegt man ja sowieso immer auf dem linearen Wege, weil ohne sie kommt man hier auch nicht weiter, oder nicht? Oh! Kohle im Überfluss. Nice. So, dann mal rein da. Die Katakomben. So. Also, es sieht unheimlich aus. Schon wieder so viel Spinnenweben, ey. Aber das kann man ja alles zum Glück. Wow. Wenn man nicht diese ganzen Spinnerinnen werden verbrennen. So, ihr geht mir gepflegt aus dem Weg oder werdet verbrannt. Klingt jetzt ein bisschen hardcore, aber naja. So, hier ist noch mehr von diesen Spinnenweben. Aus dem Weg. Jetzt verbrenne ich mal, alle Netze hier nieder. Oh, weia, was gibt es denn hier bloß? Was geht hier bloß ab? Was erwartet mich am Ende? So, ich glaube, das letzte Netz haben wir verbrannt. Oha. Was ist jetzt los? Fledermäuse. Okay, jetzt ist alles so dunkel hier. Oh. Goldspinnen. Geil. Nice. So. Da ist auch noch so eine Art Geheimgang. Da. Links. Oh. Noch mehr. Zeugs. Upsa. Und jede Menge Herzen. Das hört sich doch. Und ein Knochen. Jawohl. Damit sind wir wieder gerüstet, falls irgendein Boss kommt oder sowas in der Art. Glaube ich zwar nicht, aber... Nein. So, und jetzt noch da ganz unten. Da war auch noch ein Weg. Ganz unten rechts. Du Spinnerin. Verpisselt sich jetzt auch gepflegt. Ach, da braucht man auch... Oh, verdammt, ich bin blöd. Hätte ich da bloß das Feuer benutzt. Jetzt habe ich kein... Och, da ist noch so ein Ding. Zum Glück. Aber nicht, dass da jetzt irgendein geiles Secret drin gewesen wäre und ich jetzt verpasst habe. So, was gibt es denn hier? Noch mehr Goldbahn. Und hier haben wir nichts, oder? Nee. Und eine Schatztruhe. Und jede Menge Kohle. Bis zum Abwinken. Ich bin reich. Yeah! So. Dann gehen wir mal zum Ende. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt Schönes erwartet. Außer Spinnerinnen. Bloß weg hier! Ein Goldbahn, wahrscheinlich eine Falle, oder? Das hier ist die Gruft. Was ist denn hier los? Was geht denn hier für eine Party? Gefällt mir natürlich gar nicht, was hier so abspielt. Überall Spinnenweben. Hier muss aber irgendwas sein. Vielleicht sind hier die Zeiger drin. Womöglich. Aber wenn wir sie jetzt, wenn wir jetzt diesen Sarg hier öffnen, finden wir wahrscheinlich die Zeiger, aber dann treffen uns wieder Geister an. Also gut, und los. Auf gut Glück. Komm schon, Luigi, streng dich an. Und da drin sind sie doch, oder?
Haha, sieht ganz so aus. Oh oh. Hier, was? Oh nein, der ist schon wieder in Blauformat? Eieiei. Na, warte. Wo ist er jetzt hin? Komm raus, wenn du auch steckst. Hm? Oh oh, fast zu. Luigi! Mumie! Hilfe, wie kann man die besiegen? Oh, verdammt. Die ist aber zäh. Also der hat da gegen diese Fliegen anscheinend Energie. Kann man den irgendwie die Mullbinde absaugen? Geht anscheinend auch nicht. Mit den Photonblitz können wir auch nichts erreichen. Warte, F, was sollen wir machen? Ah, vielleicht können wir ihn gegen die Fackeln lenken. Was war das jetzt schon wieder? Oh. Verdammt. Komm her. Geh ins Feuer. Das gibt's nicht, das nützt auch nichts, oder was? Hä? Was sollen wir gegen den machen? Hat eine Idee, wie wir diesen... Er wird davon nicht gut genug geblendet, ey. Warte mal. Vielleicht, er greift mich dann sowieso an. Komm her. So. Das bringt nichts, also der greift, der stürmt dann auf mich zu. Hm? Oh, ah, jetzt ist er umgefallen, das ist perfekt. Mit der Mullbinden. Ein Geist. Der sich als Mumie getarnt hat. Hast du dir wohl so gedacht? Oh je, jetzt kommt noch einer von denen. Oder mehr, oder? Noch mehr! Die müssen wir einfach gegen die Wand locken. Ey, du kleines... Bam, bam, bam. So, müssen wir einfach zum Stolpern bringen. Das ist das Rezept. Kommt her. Ja, haben wir schon mal einen. Zum Absturz gebracht. Und du kommst jetzt auch rein. Ah, du blöde kleine Smith-Ding. So, jetzt habe ich dich aber. Und komm her. So, Mumie. Kuckuck. So, komm her. Ah, verdammt. Der zielt aber wirklich genau. Hier bin ich. Komm, stolpere über den Felsen. Bringt auch nichts. Ich muss ihn gegen die Wand locken. Und einfach so, auf die Seite. Komm her. Ah, verdammt. Ich muss ihn so gegen die Wand locken. Komm her. Jetzt hängt er da fest, oder was? Bam, jetzt habe ich ihn aber. Okay, und... Hepsa! So, und jetzt zu dir, kleiner Spast. Du entkommst mir... nicht! Tschüss, Lodger. Hoho! Wir haben es geschafft, Leute. Aber was ist mit den Zeigern? Dieser Alien-Spaß ist damit entkommen. Verdammt. Hallo. Dieser köpfige Geist ist mit Uhrzeiger davortgeflogen. Ich weiß nicht. Ich höre die Zeuge zu lange besprechen. Okay. Ich glaube, wir sollten lieber wieder zurück. Ja. Weil hier ist der Empfang wirklich viel zu schlecht. Aber dieser Alien-Spast, dieser neue, hat uns jetzt tatsächlich unseren... Oh Mann. Hat uns jetzt einfach so Standardpede unsere Zeige abgenommen. Tja, im nächsten Part wird es wohl damit weitergehen. Dass wir die ganzen... Das heißt, mich ein bisschen erschreckt, weil die Musik plötzlich abgestumpft ist. Dachte, dass ich das Spiel aufgehängt hätte. Aber da ist nichts passiert. So. Okay. Hepsa. Okay. Dann sag mal an. Vorne arbeiten, mein Bester. Mumien, Verkleidungen. Ha, diese Geister sind nicht wirklich für keinen Schalk zu schade. Schicken wir den kleinen Schlauberger mal runter ins Gehege, ja? Ja. Dann einmal rein mit euch. So, wieder ein paar neue Juwelen und eine neue Buhu. Ja. Und ein bisschen Kohle. Aber bis zum nächsten Level brauchen wir noch mehr. Also einen ganzen Haufen. Ich weiß ja nicht, wie viele Levels es insgesamt gibt.
wird auch nicht den höchsten Level extra erreichen wollen. Dieser ballonköpfige Poltergeist hat sich Uhrzeige geschnappt, äußerst ungünstig. Als er in den Nist hat das Periskop Seitus geschlagen. Er muss sehr mächtig sein. Andererseits können wir ihn dadurch aber auch leichter orten. Ich nehme den Ingenieurswurf rasch in die Lupe. Schaut auch so lange meinen Git-Speicher vorbei. Ihm hat der Geist einen Ausbruchsversuch gewahrt. Git-Speicher? Nee. Okay, was ist jetzt los? Achso, wir können weiter. So. Wir haben den Buhu. Und das wär's. Weiter geht's dann im nächsten Part mit Ladehallenpolterei. Ein antiker Sturmspuk ist mit unseren Uhrzeigern ausgebüxt. Zum Glück ist er so mächtig und gefährlich, dass wir ihn leicht lokalisieren konnten. Toll, oder? Ja, ganz toll. Aber wenn er so mächtig und gefährlich ist, dann kann das ziemlich gefährlich für uns werden. Aber wie das ausgehen wird, erfahren wir im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush 40Freak89. Danke fürs Gucken. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.